Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. Mein Name ist Fabian Mehring. Ich darf der parlamentarische Geschäftsführer der Freie Wähler Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag sein und habe gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen beschlossen, dass wir, solange die Menschen in Bayern Corona-bedingt in Kurzarbeit sind, solange die Menschen in Bayern Corona-bedingt vielleicht sogar um ihre Jobs bangen müssen, als deren Volksvertreter keine Gehaltserhöhung annehmen. Ich habe deshalb für den Teil, der mir aus München mehr überwiesen worden ist, gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Hause die Aktion Dank den Krisenhelden ins Leben gerufen. Was haben wir gemacht? Wir haben Menschen gesucht, die in der Corona-Krise im Beruf, im Ehrenamt deutlich mehr getan haben als ihre Pflicht und haben ihnen symbolisch vergeltskopf gesagt, mit einer Einladung in die krisengebeutelte Gastronomie unserer Heimatregion. Und ich bin ehrlich gesagt noch immer überwältigt, wie viele Zuschriften uns über Social Media erreicht haben, wie viele Menschen darauf verweisen konnten, was sie Großartiges geleistet haben während der Zeit dieser Corona-Pandemie in ihrem Job im Ehrenamt für die Menschen in Bayern. Wir haben dann gelost unter der Vielzahl von Bewerbungen und haben ein breites Spektrum an Menschen symbolisch vergeltskopf sagen können. Ich war beispielsweise bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Notaufnahme in einer Kreisklinik in meiner Heimat. Ich habe Danke sagen dürfen bei Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern, bei Reinigungspersonal einer Klinik, bei einer Tafel, vieles mehr. Also eine ganze Reihe von Menschen, die viel geleistet haben, damit unsere Heimat gut durch diese Krise kommt. Und es war mir ehrlicherweise eine Freude, eine viel größere Freude als der ein oder andere Euro auf dem Konto, auf diesem Wege wenigstens symbolisch vergeltskopf für diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt der Menschen in Bayern im Kampf gegen die Pandemie angesichts dieser größten Herausforderung in der Nachkriegszeit sagen zu können. Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion.